Hallo und herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus unserem Studio Karlsruhe. Putin-Berater. Der Dritte Weltkrieg läuft bereits. Der Wirtschaftsberater des russischen Präsidenten Sergei Glasjew sagte in einem Interview auf Russia Today, dass bereits ein Weltkrieg gegen Russland begonnen wurde. Sie haben diese schreckliche Provokation organisiert, mit der Passagiermaschine. Und das Ziel dieser Provokation war es, die ganze Welt davon zu überzeugen, dass Russland den Terrorismus unterstützt. Man will die ganze Welt gegen Russland aufbringen, eine antirussische Koalition aufstellen. Das, was jetzt in der Ukraine passiert, ist nichts anderes als der Weltkrieg gegen Russland, der mit neuartigen Mitteln geführt wird. Informationskrieg, psychologischer Krieg, Wirtschaftskrieg, ideologischer Krieg, technologischer Krieg, Finanzkrieg und andere Arten des indirekten Krieges. Man versucht, diese Situation als eine Schande für Russland darzustellen. Dabei ist Russland in Wirklichkeit das Opfer dieses Weltkriegs, genauso wie die Ukraine auch. Diese schreckliche Tragödie mit der Boeing wurde zuerst eiskalt geplant und dann als Provokation ausgeführt. Und wenn der Präsident der USA diese Provokation benutzt, um eine weitere Hysterie gegen Russland zu verbreiten, dann ist es eigentlich eine Schande für Amerika. Soweit das Zitat von Sergei Glasjew. Doch wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ist Russland nun Täter oder Opfer? Der britische Journalist und Kriegsberichterstatter Mark Franchetti, der seit 2001 als Russland-Korrespondent für die Sunday Times arbeitet, gilt keineswegs als Putin-Freund. Umso bemerkenswerter sind seine Aussagen in einem am 13. Juni 2014 im ukrainischen Fernsehsender InterTV ausgestrahlten Ferninterview, das eigentlich zur Untermauerung der ukrainischen Anschuldigungen gegen Russland dienen sollte. Das Gegenteil traf jedoch ein. Franchetti berichtete über Beobachtungen, welche er als Begleiter der Kampfeinheit Vostok gemacht hatte, die als Bürgerwehr der sogenannten Separatisten gegen die ukrainische Armee kämpft. Demnach seien die allermeisten Kämpfer Ukrainer und nicht, wie von den Medien behauptet, russische Söldner, Spezialtruppen oder gar Tschetschenen. Diese Bürger besäßen weder moderne Waffen noch Militärerfahrung. Sie seien überzeugt, ihre Häuser vor dem Terror der Putschregierung schützen zu müssen. Laut Mark Franchetti deute nichts auf eine aktive Unterstützung der Widerstandskämpfer durch Russland hin. Der Regierung unter der Führung von Poroschenko hingegen wird der blutige Terror auf dem Maidan, das Massaker in Odessa, in dem über 100 Personen hingemeuchelt wurden, und das Bombardement der Bevölkerung mit Streubomben in Slawiansk vorgeworfen. Klagemauer TV berichtete in verschiedenen Sendungen bereits darüber. Wir bleiben dran. Sagen Sie es weiter. Guten Abend. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, und willkommen bei Medienklagemauer TV. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, hat der ukrainischen Regierung eine Kreditbürgerschaft über 500 Millionen Euro zugesichert, womit Projekte zum Beispiel für Wasser- und Energieversorgung und Schulen finanziert werden sollen. Der ukrainische Staatspräsident und Milliardär Petro Poroschenko bedankt sich sehr für diese großzügige Gabe der fleißigen deutschen Steuerzahler. Welcher Hohn, wenn man bedenkt, dass die von ihm befehligte Armee derzeit genau diese Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Schulen, Wasser- und Stromversorgung im Südosten seines Landes durch Bombardements gezielt zerstört. Wie lange schauen wir noch schweigend zu? Guten Abend, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Medienklagemauer TV, Studio Pforzheim, beschäftigt sich in dieser Sendung mit dem Thema 7 gute Gründe, warum die neue Weltordnung, kurz NWO, Syrien so hasst. Erster Grund. Die syrische Zentralbank ist im Besitz und unter Kontrolle des syrischen Staates. Zweitens. Syrien hat keine Schulden beim Internationalen Währungsfonds, IWF. Grund Nummer 3. Syrien hat genmanipuliertes Saatgut verbannt. Viertens. Die Bevölkerung Syriens ist über die neue Weltordnung gut informiert. Fünftens. Syrien verfügt über große Öl- und Gasvorkommen. Grund Nummer 6. Syrien widersteht klar und eindeutig dem freimaurerisch-satanistisch orientierten Zionismus. Letzter und siebter Grund.
Mit Stolz bewahrt und beschützt Syrien seine politische und kulturelle Nationalität. Summarisch widersetzt sich Syrien somit der globalen Diktatur über die Wirtschaft, Religion, Ernährung, Energieversorgung, Wissenschaft, Nationalismus und so weiter. Das Fuck the EU von Victoria Nuland im telefonischen Gespräch mit dem Botschafter der USA in der Ukraine charakterisierte die generelle Haltung der USA gegenüber anderen Ländern und Staaten dieser Erde. Während für die USA und die NATO bis etwa Mitte der 1990er Jahre Völkerrecht noch halbwegs verbindlich war, änderte sich dies danach grundlegend. Der ehemalige Diplomat der UNO, Hans-Christoph Sponeck, hat Präsident Barack Obama angeboten, ihm das Porto zu erstatten, damit er seinen Friedensnobelpreis zurückgeben kann. Willy Wimmer, CDU, von Dezember 1988 bis April 1992 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE von Juli 1994 bis Juli 2000, ist einer der Zeitzeugen, welche Klartext, insbesondere auch zu den Themen reden, die von staatlichen und Konzernmedien falsch dargestellt oder ganz verschwiegen werden. Ein Jahr später, im April 2000, war Wimmer, in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, geladener Teilnehmer einer Konferenz des Außenministeriums der USA in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Vor Staatspräsidenten, Premierministern, Verteidigungs- und Außenministern zogen die Gastgeber eine Linie von Riga an der Ostsee über Odessa am Schwarzen Meer nach Diyarbakir in der Türkei und sagten, es wäre gut, im Rahmen der derzeitigen Erweiterung der NATO die territoriale Lage in dem Gebiet zwischen der Ostsee und Anatolien wiederherzustellen, wie sie unter dem Römischen Reich existierte. Alles, was westlich von dieser Linie liegt, betrachteten sie als ihr Einflussgebiet. Die Russische Föderation sollte aus den europäischen Entwicklungen herausgedrängt werden. Vergleicht man die heutigen Gegebenheiten an der gleichen Karte, so wird sichtbar, dass man bisher um Weißrussland einen Bogen machen musste, dafür aber der größte Teil der Ukraine eingegliedert ist und die USA einen weiteren Abschnitt der Grenze zur Russischen Föderation erreicht haben. Die Gefahr für den Weltfrieden ist weiter gewachsen. In einem persönlichen Schreiben an den damaligen Bundeskanzler, Gerhard Schröder, datiert vom 2. Mai 2000, macht Willy Wimmer auf weitere, von Vertretern der USA in Bratislava, offenbarte Schwerpunkte ihrer Strategie in Europa aufmerksam. Zitat: Von Seiten der Veranstalter wurde verlangt, im Kreise der Alliierten eine möglichst baldige völkerrechtliche Anerkennung eines unabhängigen Staates Kosovo vorzunehmen. Vom Veranstalter wurde erklärt, dass die Bundesrepublik Jugoslawien außerhalb jeder Rechtsordnung, vor allem der Schlussakte von Helsinki, stehe. Die europäische Rechtsordnung sei für die Umsetzung von NATO-Überlegungen hinderlich. Dafür sei die amerikanische Rechtsordnung auch bei der Anwendung in Europa geeigneter. Der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sei geführt worden, um eine Fehlentscheidung von General Eisenhower aus dem Zweiten Weltkrieg zu revidieren. Eine Stationierung von US-Soldaten habe aus strategischen Gründen dort nachgeholt werden müssen. Die europäischen Verbündeten hätten beim Krieg gegen Jugoslawien deshalb mitgemacht, um de facto das Dilemma überwinden zu können, das sich aus dem im April 1999 verabschiedeten neuen strategischen Konzept der Allianz und der Neigung der Europäer zu einem vorherigen Mandat der UN oder OSZE ergeben habe. Unbeschadet der anschließenden legalistischen Interpretation der Europäer, nach der es sich bei dem erweiterten Aufgabenfeld der NATO über das Vertragsgebiet hinaus bei dem Krieg gegen Jugoslawien um einen Ausnahmefall gehandelt habe, sei es selbstverständlich ein Präzedenzfall, auf den sich jeder jederzeit berufen könne und auch werde. Ende Zitat. Ergibt sich die Frage: Sind all diese brutal offenen Forderungen und Ansprüche der USA dem heutigen Vizekanzler der SPD, Sigmar Gabriel,
unbekannt geblieben oder bilden diese die Basis bei den laufenden Geheimverhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP mit den USA? Zunächst aber ein weiterer Hinweis auf Gefahren, die der EU von den USA drohen. Bereits im Vorfeld des Gipfeltreffens der NATO in Wales zeichnete sich ab, dass die USA durch Kontakte und Sonderbeziehungen zu den baltischen Staaten, zu Polen und zum Teil auch zu Rumänien, aktiv daran arbeiten, die EU zu spalten und eine neue Allianz der Willigen für ihre Oststrategie gegen Russland zu schaffen. In diesem Sinne kam es in Wales zu Beschlüssen über eine Einsatztruppe und die Neubelebung von Abschreckungsstrategien, die an das Gebaren von Cowboys im Wilden Westen erinnern. Regimewechsel in Moskau und Kontrolle russischer Bodenschätze stehen auf der Agenda. In diesem Zusammenhang nicht ausgesprochen, steht die Rettung des US-Dollars und Vormachtstellung der USA im Mittelpunkt. Eine realistische Einschätzung der Russischen Föderation und ihres militärischen Potenzials sucht man vergeblich. Pak F.A. Günstiger, leichter, schneller, russischer Jäger der fünften Generation. Der einzige Konkurrent vom amerikanischen F-22 Raptor, 30% günstiger, 2 Tonnen leichter, fliegt 1,5 Mal schneller als der Raptor. Der T-50 fliegt 4300 Kilometer ohne nachzutanken. Der F-22 nur 2500 Kilometer zu 35. Hochmanövrierfähiger Jäger. Erfüllt eine ähnliche Funktion wie der amerikanische F-35A. Höchstgeschwindigkeit 2500 km/h, F-35A nur 1700 km/h, zu 35 kann 1,5 mal länger fliegen als F-35A, zu 35S kann bis zu 12 Flugzeuge bei einem Einsatz vernichten, MiG-35. Unterschiedlich einsetzbarer Jäger. Das neue Radar-Schuk findet bewegliche Ziele im Umkreis von 250 Kilometer. Zielsystem der fünften Generation gibt ein zweites Sehvermögen. Die MiG-35 erfasst 30 Ziele gleichzeitig und attackiert 8 von ihnen. Zu 34. Frontbomber. Kann auch durch starke Radarsysteme kaum erfasst werden. Mi-28N, bekannt als Nachtjäger oder fliegender Panzer, Hauptschlaghelikopter der russischen Armee, kann schon aus 5 Meter Höhe angreifen. Aus 1,5 Kilometer Entfernung wird eine 15 mm dicke Panzerung durchbrochen. Ka-52, auch bekannt als Alligator, kommandiert eine Gruppe von mehreren Mi-28N, kann ein Ziel umkreisen und unter Dauerfeuer halten. Der Onboard-Raketenkomplex welche zerstört bis zu 12 Panzer in 3 Minuten, Luftziele werden mit Verfolgungsraketen R-73 bekämpft, Panzerung durchbricht er mit einem Panzergeschütz wie Mi-28N. Borei, Unterwasserkreuzer mit Raketen für strategische Schläge, der Kernreaktor der neuen Generation ermöglicht eine Tauchtiefe von 480 Meter, kann 3 Monate unter Wasser bleiben, ist 5-mal leiser als bisherige U-Boote. Bulava, neue ballistische Rakete für U-Boote, 10 manövrierfähige Atomsprengköpfe können auf Befehl den Kurs ändern, kein Abwehrsystem kann diese Raketen abfangen, auch im Weltraum befindliche nicht, mit einer Reichweite von 8000 Kilometern erreicht eine Rakete aus russischen Gewässern jeden Punkt in den USA und China. S-400, auch bekannt als Triumph, zenitisches Schussraketensystem der neuen Generation, in 4 Minuten werden 36 Ziele eliminiert, in 30 Kilometer Höhe werden Atomsprengköpfe abgefangen, das System fängt Flugzeuge der Stealth-Klasse ab.